Willkommen, Freunde der Sternennacht. Nach langer Zeit mal wieder ein Update von mir. Es geht um den Perseiden Meteorschauer 2023. Es ging nach Österreich und hier sieht man schon, ein Bolide ging mir ins Netz mit einem Persistent Meteor Trail. Ja, nicht ganz so eindrucksvoll natürlich wie der über Teneriffa, aber es ging ja um mehrere, die ich einfangen wollte mit den Perseiden. Dazu ging es in die neue, in die alte Welt, auf alle Fälle in die schöne Südsteiermark. Hier nur ein paar Handybilder, die zeigen, ja, gibt schon ein paar nette Motive, Weingegend, man kann es sich dort wirklich gut gehen lassen, auch ein Weinmuseum besuchen. Und ja, fotografisch bin ich hängen geblieben an diesem Teil. Auch schön mit Handyhalterung, auch ein bisschen strange, wenn man direkt rangehen musste, um das in seiner ganzen Größe zu sehen. Klapotets genannt, verschiedene Holzsorten, es geht darum, Vögel von den Weinbergen fernzuhalten. Und man hat hier schon gesehen, ja, einige Flugzeuge waren unterwegs, halbe Stunde südlich von Graz in etwa das Ganze im schönen Sausaal. Aber wir haben auch in die andere Richtung schön die Milchstraße und da konnte ich in der Nacht vor dem eigentlichen Maximum der Perseiden eigentlich auch schon ein schönes Bild einfangen. Es ging dann weiter an den Dachstein. Und ja, da gab es ein paar schöne Wolken irgendwie einzufangen. Ganz ja, nettes Wetter zuerst mal. Und ja, die Vorhersage sah schon nicht so gut aus. Und den eigentlichen Spot habe ich mir dann auch schon geschenkt und bin oben am Fuß des Dachsteins geblieben. Ja, ganz netter Sonnenuntergang zwar, aber man sieht es hier, Gewitter, Regen von beiden Seiten und so sah es dann eben auch erstmal aus. Ich hatte eigentlich schon gar keine Lust, eine Kamera noch aufzustellen. Auch hier sieht man ja, ordentlich was an Wolken da, aber es hat sich am Ende dann doch gelohnt. Weiter Richtung Großglockner, die Großglockner Straße dort. Super Geschichte, lohnt sich auf alle Fälle. Edelweißhütte, super Unterkunft, super Team dort. Und Murmeltiere gab es vorm Haus, der hat mir direkt ins Ohr geblatt, der Kleine. Hat sich mehr erschrocken über mich als ich über ihn, hoffe ich mal. Und eben hier der Blick auf den Großglockner mit der winzig kleinen Pasterze, die noch übrig geblieben ist, die Gletscherzunge. Und die Nikon P1000 musste ich hier natürlich dann direkt mal ausprobieren mit dem riesen Zoom-Bereich, wo man eben auch ein paar Bergsteiger sieht. Natürlich auch gut geeignet, um die putzigen Murmeltiere einzufangen. So sah es dann leider bei der Edelweißspitze auf ja, gut über 2500 Meter ist man dort, also eigentlich tolle Bedingungen, sehr dunkel dort, ja hier wurde es auch tagsüber schon dunkel, aber ja, wenn man schon mal da ist, die Kamera dabei hat, dann gibt es halt trotz Hagel einfach ein paar Wolkenzeitraffer. Thank you.
Ja, und wer es so lange ausgehalten hat, wird dann auch noch durch ein paar schöne Nachtaufnahmen belohnt. Ein paar Location-Tipps und Infos zur Aufnahme- und Verarbeitungstechnik gibt es im Blogbeitrag. Ich hoffe, die paar Minuten haben euch gefallen und bis demnächst. Ciao!